Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Force of Nature mit meinem reizenden Assistenten. Hallo. Herr Assistent, ich finde Ihre Kleidung passt nicht richtig, deswegen kriegen Sie hier einmal bronzene Schuhe und eine Beduidenhose. Oh, geil. Der neueste Schritt. Das ist das, was ich jetzt schon auf Screen fertiggestellt habe. Natürlich in doppelter Ausführung. Kann man auch schon anziehen. Aber wie gesagt, das andere nicht wegschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so reicht. Und wir müssen jetzt sowieso nochmal los, denn wir brauchen Gold und Stoff ist sowieso hier nochmal drin. Gold, Bronze, Steine brauchen wir vor allen Dingen wieder. Und was war das noch? Kupfer? Ja, Kupfer. Ja, aber am meisten brauchen wir halt Wolle. Das heißt, wir sollten einfach mal unterwegs hier um die Ecke gehen und gucken, dass wir uns noch ein Schaf holen oder so. Hier guck mal in den Popotaschen. Ja, 22, das wird noch nicht ganz reichen. Aber gut, wenn du dann weitermachst, dann klappt das bestimmt. Das möchte ich jetzt aber nicht mitnehmen. Also, Captain Schnürschuh? Ja. Sie wissen, was wir brauchen? Ja, so halbwegs. Na dann? Wohin? Na, irgendwo hin, wo wir irgendwas niedermähen können. Ja, hier. Okay. So, Captain Schnürschuh. Wohin? Bevorzugt, wir brauchen auch noch Steine. Dann ist einwärts erstmal hier. Okay, Captain Schnürschuh. Ich habe meine Axt parat. Bauen die eigentlich auch wieder, diese Steinchen? Da habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Oh, da hat mir ja gar nichts abgezieht. Von den Schuhen wahrscheinlich. Wir haben jetzt Schuhe, das ist ja das Aushalts. Ne, es gibt eine ganze Bronze-Rüstung. Bloß wir brauchen ja dann erstmal Beduidenzeug, ne? Da kommt Gobo. Gib uns dein Gold. Da kippt ein Schnürschuh. Ich renne ihn hinterher, ne? Ja, ich guck hier, ich halte hier aus schon. Okay. Sieht jetzt aber gut was aus jetzt gegen die Kleinen. Voll cool. Aha, ich bin mutig. Stanky. Ey, du Geschlechtsteil. Du Geschlechtsteil. Haben wir nicht uns auf sowas geeinigt? Auf was denn? Auf so eine Schimpfwörtchen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist schon eine Woche her. Man darf ja das P-Wort nicht sagen. Penis. Das hast du jetzt gesagt. Wenn das jetzt nicht monetarisiert wird, das ist nicht meine Schuld. Nee. Ach, YouTube kackt sich da sowieso gerade richtig ein. Wie gesagt, nett ist nicht monetarisiert und... Ah. Die haben jetzt sogar rückwirkend bei mir, wo du den einen Ghoul als Zuckerbombenlutscher betitelt hast. Das haben sie als Beleidigung aufgefasst. Also ich fand das ja eher witzig, anstatt irgendwie, ne? Okay. Dabei gebe ich mir immer Mühe, dass es nicht beleidigend klingt. Ja, machst du ja gut, ist auch alles in Ordnung. Ist auch mit den anderen immer so, aber trotzdem, momentan ist YouTube halt schuld. Die eiern halt mit ihrem Algorithmus schon wieder rum. Ich versuche zu beleidigen und trotzdem nicht beleidigend zu sein, aber so, dass es mich trotzdem befriedigt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das. Voll und ganz. Zumal es geht ja noch nicht mal gegen Menschen. Es ist ja eigentlich das Spiel, was man beleidigt. Also Computergegner beleidigen ist ja jetzt nicht schlimm. Bloß das manchmal so. Beere brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich, wenn dann die Gobos. Oder in den Kältegebiet. Die Golems und so. Die werden viel besser. Brauchtest du nicht noch Leder?
Nein, Leder brauche ich gar nicht. Also für die Beduiden-Sachen brauchen wir gar kein Leder. Aber Eisen! Ah, das nehmen wir mit. Was ist das? Dann habe ich dich falsch verstanden. Also die Gobbos für die Kupfermünzen und Goldmünzen, weil wir brauchen sehr viel Gold. Schokolade! Ne? Na, aber am besten wären dann halt wieder so die Golems, weißt du? Mhm. Stimmt, wir haben ja jetzt das erste Mal die Axt im Blick. So. Ja, die ist doch deutlich besser. Alter, wie schnell das geht. Ja, eben. Och Mensch, jetzt nervt uns hier nicht. Jetzt gibt's Pfeile im Poshi. Aber um das Thema abzuschließen, bleib einfach so, wie du bist. Okay. Ist voll in Ordnung. Wirklich? Wirklich. Okay. Also da lasse ich mir jetzt auch von YouTube dann keinen Strick durch die Rechnung machen, bloß weil sie ihren Algorithmus wieder umschreiben. Muss halt immer ein Arbeiter durchgucken. Und bis jetzt hat er mich immer wieder freigestellt, also von daher dauert bloß manchmal immer ein bisschen lange. Aber bitte nicht hinten in das 27er-Gebiet, Mama, ne? Also, Captain Schnürschuh, da habe ich Angst vor. Ich streike denn. Ach, jetzt hau ich dich mit der Axt. Aber die Axt macht nicht mehr Schaden. Nicht? Nö. Mein Schwert macht genauso viel Schaden. Deins, du hast ja auch ein anderes. Was hatte ich jetzt für ein Schwert? Das hier. Ich hab das Bronzelangschwert. Ja, ich hab das Kurzschwert. Okay. Ja, aber du wolltest doch das Kurzschwert. Ja, weil du es mir empfohlen hast. Jetzt bin ich wieder schuld. Hä, wieso? Das war jetzt kein Vorwurf. Na gut, dann auf zur Kuschelburg. Auf zur Kuschelburg. Captain Schnürschuh, Sie haben den Kompass. Ich hab gerade keinen Kompass. Jetzt habe ich schon wieder das andere Ding drinne gehabt hier. Ah, den hatten wir sogar schon mal. Der hätte sich das mal überlegen sollen. Aber irgendwie hat er sowas mit den weißen Hosen, oder? Ja, irgendwie schon. Bin mal gespannt, wie der Rest dann aussieht. Sie sollten was zu sich nehmen, Frau Kuschel. Oh, stimmt. Ich bin schon fast voll, weil ich die ganze Zeit Pilze und Co. mitgenommen habe. Willst du nochmal nach Hause? Nee, nö. Das geht sowieso gleich alles in deine Tasche. Na hier, Pilze und so, du bist ja unser Chefkoch. Ja. So, und oh, okay, siehst du, deswegen sagte ich, lieber immer wieder mitnehmen. Hose auswechseln, reicht nicht. Und Schuhe auswechseln, mir ist wieder warm. Okay. Ey, cool. Hier ist ja sogar Eisen. War alles geplant. Ja, siehst du? Wunderbar. Ich wollte es erst sagen, ja klar. Das habe ich gehört. Ah, wie gesagt, eigentlich bräuchten wir Kupfer. Aber Eisen ist nicht schlecht. Es gibt da noch eine komplette Eisenrüstung. Können wir somit also auch gleich mitnehmen. Und Stein brauchen wir sowieso. Was meinst du, wie schnell ich den Stein loswerde gleich? Ja, auf den Boden. Gib mir mal 5 Minuten. War's das mal mit Stein? So, einen guten Kaffee trinken. Ja, Captain Schnürschuh, ich bin hinter Ihnen. Ah, da sind Monsties. Ja, die brauchen wir. Wir brauchen ja dieses Onyx-Ding. Wir müssen ja sowieso Amulette noch herstellen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist...
Kupfer! Kupfer! Baum. Kupfer! Wo hängt denn das so am Abgrund? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass die Gobbos mir Angst machen. Mir nicht. Ich hab Angst. Muss mich beschützen. Ja, Mann. Muss mich beschützen. Du bist doch hier mit der Hose in der Beziehung. Hä? Nicht? Nee. Cool, wir trotzen der Schwerkraft. Die Steine fallen nach oben. Wir sind so episch, wir brauchen keine Schwerkraft. Wir brauchen keine Schwerkraft. Kommt her, ihr, ja. Ja, die mögen mich lieber kuscheln. Sie wollen abhauen! Nein! Oh, verdammt. Ja, gib ihm von hinten, Mausi. Wieder kein Unnücksplitter. Schäm dich! Da hinten haben wir noch einen Sensenmann. Der war ja mickrig. Ja, irgendwie schon. Aber keine Sorge, ich treffe sowieso meistens nie, also du bist besser. Ja, das hat Bing gemacht, das habe ich gehört. Das hat Bing gemacht. Das hat Bing gemacht. Das hat Bing gemacht. So, die Schwerkraft trotz den Abenteurer gehen weiter. Okay. Oh, hier ist ein Verwandter. Der abbaut. Okay, ich kümmere mich dann mal um den großen Golem. Ich wollte nur deinen Igel weg. Er hat wieder nicht Bing gemacht. Schlimm mit denen hier. Durch die Mitte. Oder auch nicht? Ich renne dir hinterher, aber Schimpfwort ist hier. Hier hinten sind noch Gegner. Hast du die gar nicht gesehen? Nee, das möchte ich jetzt gerade nicht sehen. Warum nicht? Was siehst du denn? Gesehen. Ja, dann sag das doch. Rede mit uns. Ah, sag doch, dass hier hinten so schön Kupfer ist. Kupfer. Kann die Superschmelze ja nachher wieder zeigen, was in ihr steckt. Ja, Logo. Das geht immer so schön schnell. Wie viel Kaffee hast du noch? 44. Okay, ich habe nur noch 39. Ach, Schokolade. Ich mal... Nee, ich habe noch Erdbeersaft, aber Erdbeersaft ist halt nicht so gut wie Schokolade. Wenn du nett bist, gebe ich dir was von meiner Schokolade. Nee, noch trinke ich meinen Erdbeersaft. Da darf ich mal ein bisschen über Durst trinken. Mmh. Eisen. Okay, mein Inventar ist voll. Okay. Okay, von den Eisen könnte ich noch ein bisschen was mitnehmen. Captain Schnürschuh? Ja. Wollen wir nicht weiter? Doch, ich habe mich nur an der Nase gekratzt. Achso. Also, ja, ich kann nicht zuschlagen, wenn ich das Inventar auf habe.
Und wieder der Schwerkraft trotzen. Ich müsste mal gucken, was wir dann für ein Amulett aus den Onyx-Splittern bauen können. Ja. Hier ist aber wirklich gut Kupfer. Hast du denn überhaupt noch Platz? Nicht, dass wir das gleich nicht mehr schleppen können. Ja, ich habe schon gerade geguckt. Ja. Lässt auch schon die Stöcke liegen, ne? Eigentlich sammle ich die mal ein. Nee, also. Die hätte ich jetzt gerade eingesammelt. Hätte ich noch Platz? Also an Kupfer dürfte das reichen. Okay. Erstmal. Also für unsere derzeitigen Bauprojekte. Ich glaube, ich müsste noch mal ein paar Kisten dann zusätzlich bauen. Oder Fässer. Damit wir da auch wirklich alles lagern können. Weil es ist bis jetzt immer ganz gut gewesen, wenn wir ein bisschen von irgendeiner Sorte zu viel hatten. Irgendwann braucht man das immer. Wie arschlos ist das denn? Wie soll man denn da hinkommen? Schimpfwort. Das ist doch... böse. Wollen wir dann vorsichtshalber schon nach Hause gehen? Ja, oder? Ja, sollten wir. Captain Schnürschuh, ich bin hinter Ihnen. Okay, sehr schön. Ist denn nicht mal ein loyaler Mitarbeiter? Klaro. Na, wenn ich die ganze Zeit nur bauen kann, weil das meiste immer nur der Host bauen kann, dann kannst du ja wenigstens anführen. Mhm. Ne? Machen wir hier Arbeitsaufteilung. Faire Arbeitsaufteilung. Bitte. Klar. Na, wie gesagt, ist halt blöd, dass du nicht immer alles abreißen kannst oder so. Ne? Ich trinke jetzt noch einen Schluck. Ja, aber psch, leise. Schluck, Schluck, Schluck. So. Warum hat das hier gerade Bums gemacht? Ich habe nichts gehört. Hier hat es doch gerade Bums gemacht. Was macht man unten? Okay. Angst. So, jetzt hier, pass auf. Du kriegst jetzt erstmal von mir, was du brauchen kannst. Das kannst du brauchen, das kannst du brauchen, das. Die Erdbeersamen auch. Ich brauche nur die Erdbeeren. Kaffee kannst du haben, das kannst du haben. Guck mal, wie leer ich auf einmal werde hier. So, der Fliegenpilz. Achso, okay. Ach komm, die Sonnenblumensamen gebe ich dir auch mal. Den Zapfen. Die Krallen. Ne, die Krallen waren eigentlich meins. Die waren ja mein Prozedere, was ich zum Craften brauche. Okay. Das ist alles meins? Ja. Dankeschön. Dankeschön. So, ich lasse jetzt mal die Schmelzen heiß laufen. Ach halt, ich wollte erstmal gucken, bevor ich jetzt die Schmelzen hier anschmelze. Schmelz dahin. Ja, ich schmelz dahin. Amulett der Macht wäre das. Schaden plus Eisen und ein... Boah, ist das günstig. Komm, da machen wir uns jeweils ein. Wir haben zwei Onyx-Splitter. Nöt, nöt. Ja, nöt, nöt. Nöt. Ja, Kupfermünze. Sehr schön. So, dann werden wir jetzt hier mal die Schmieden heiß laufen lassen. Mal gucken. Da werde ich mir jetzt auch gleich noch ein paar... Stöcke rausnehmen und dann werde ich auch gleich mal Kohle und Co. herstellen. Kohle, Kohle, Kohle. Mal richtig durchlaufen lassen hier. So, machen wir erstmal Glut. Glut. Machen wir erstmal alles leer. So, dann fangen wir erstmal den Lagerfeuern an. Glut aus Stöcken. Zack. Glut aus Stöcken. Hier genauso. Ich hab grad was anderes verstanden. Na, was hast du verstanden? Blut ausstecken. Ja, Blut ausstecken können wir auch mal. So, das und. Voll die dreckige Lache gerade so. Wir lassen die Stöcke bluten.
Jetzt haben wir aber keinen Wolli gefunden. Ja, ich hoffe mal, dass du ja jetzt die beiden Wollis so lieb hast, dass das ausreicht. Verstehst? Ich meine Wollis alle lieb. Klar. So, 26 Eisenbahn kriegen wir zusammen. Und da ich hier noch Eisenerz habe, ja, hätte ich sogar noch eins mehr einstecken können. Ja gut, dann mache ich das kurz hier. Eisen. Eins. Weil den Rest kann ich jetzt nicht unterbrechen. Wo habe ich jetzt eigentlich den Goldbahn und den Bronzebahn her? Ich bin jetzt mit mir rumgeschleppt. Keine Ahnung. Ach nee, den habe ich ja gerade rausgeholt. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. So, dann kann ich hier schon mal den nächsten, das nächste Zeug rausnehmen. Bringst du mir die Wolle vorbei, Mama? Damit ich uns noch mehr Stoff herstellen kann. So, da fehlt nämlich nur noch das eine Kupfer. Kommt gleich, ja? Jo. Gut, dann auch einmal sortieren. Dann kann ich hier aber schon mal die Hölzer einlagern. Hier die Steine einlagern. Boah, wird das schnell leer jetzt, das Inventar. Hier die Glut einlagern und hier die Kohle einlagern. So, und hier haben wir nochmal gut Kupfererze. Dann haben wir eine ungerade Zahl schon wieder an Kupfererzen. Sehr merkwürdig. So, Eisen ist fertig. Ja, ich bin jetzt auch bescheuert. Ich lege jetzt die ganze Glut und die ganze Kohle lege ich ab. Obwohl ich hier noch am Schmelzen bin. So, vier. Und hier auch nochmal ein bisschen Kohle rausnehmen. Ja, ich. Ich. Wolle! So, dann... aus das hier und 31 Stück herstellen. Das heißt, ich kann gleich schon mal den Beduiden-Gedöns weitermachen. Klingt doch gar nicht so verkehrt. So, und ich kann hier dann nochmal die Steinpfeile zu brennenden Steinpfeilen machen. Brauchst du noch Munition? Nö. Nö? Hast du noch Federn? Nö. Okay. Zum Monitoren so. Nö. So, hier nochmal. Voll mit Brennpfeilen. Und hier auch nochmal. Voll mit Brennpfeilen. Können uns echt zu Tode schießen langsam. Dann kann hier doch erstmal nochmal einlagern. Munition bei mir auffüllen. So. Und dann brauche ich 10 Sackleiden. Okay. Kriege ich 10 Stück hin. 10 Stück kriege ich hin. Das wird zu cool mit Sackleiden, ne? Konnte ich nicht verkleiden. Ach, jetzt habe ich Kupfer. Ja, gut. Das für den Beduiden. Gut, ich muss ja sowieso hier noch alles einschmelzen. Das heißt, das passt schon so. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich werde Mausi jetzt triezen, dass sie mir noch ein bisschen Wolle gibt. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier alles fertig kriegen. Das lasse ich jetzt alles einmal durchlaufen, weil das ist sowieso langweilig, wenn ich sowieso nur davor stehe und Trübsalblase tue. Das heißt, wir machen jetzt hier kurz einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.